Telefon kann ich nichts mehr machen. Ach was. Ah, das ist nicht Räuber und Gendarm, sondern, ja, keine Ahnung. Irgendwie Militärpolizei oder Polizei und Gefangener mit Sack auf dem Kopf. Military Police Puppet. Dressed as a military policeman, it's holding a pistol in the hand. Okay. Kam ich jetzt am schnellsten? Ich gehe nochmal zum Abspeichern. Weil das war doch einigermaßen aufregend. Sicher ist sicher. Ich glaube, hier beim Speicherpunkt, da greift einen kein Monster an. Das wäre ein bisschen komisch. Und dann spielen wir ein bisschen mit den Puppen. Ja, man wird schon ordentlich hin und her geschickt, aber es geht. Also es gibt Point-and-Click-Adventures, da ist das noch viel, viel schlimmer. Wo man wirklich dann die gleichen Wege abläuft. Und es ist bislang auch nicht so schwer von den Rätseln. Also dass ich jetzt da, ja, das mit dem Telefon nicht gerafft habe. Da stand ich buchstäblich quasi, na nicht buchstäblich, aber ich stand auf der Leitung, ja. Auf der Telefonleitung. So. Ja. Tu mal das dahin. Und das dahin. Oh Gott, ey. Das ist schon sehr makaber. Moment mal, der hat den? Visceral scene is what's coming out blood. Why am I being shown this violent scene? Aber er wollte ja den hier erschießen und hat aber den auch getroffen. War Way sozusagen der Kollateralschaden? Dass der unschuldig war? Und aber, ja, keine Ahnung. Boah, ich weiß es nicht. I didn't think a real bullet would come out of that gun. There's even the smell of gunpowder. Das ist sehr makaber. Zed has been destroyed. Key fell out of the puppet's body. Basement key. Ah ja, stimmt, da war ja noch eine Tür. An old and worn bronze key used to open the door in the Red House basement. Oh, Backe. Hahaha. Doch wieder in den Keller. Und an den ganzen Gefangenen vorbei. Weil sie noch in ihren Zellen sind. Oder vielleicht ist dann da auch schon... Quatsch, das war falsch. Das war falsch. Falsche Richtung. Mich doch mal durcheinander. Ja, der Typ, also der Inspektor, schätze ich mal, dass der das ist. Der die einfach alle in seinen Sack packt. So. Naja, es ist ansonsten schon sehr linear. Also man kriegt dann immer wieder weitere Bereiche gezeigt, wenn man die Aufgabe erledigt hat, wieder einen Schlüssel besorgt hat. Aber ja, also so wie es aufgebaut ist, ist es schon einigermaßen konventionell. Aber ich finde den Stil halt irgendwie echt angenehm und der ist nicht so konventionell, finde ich. Der hat schon... Ach, was mache ich denn? Ich muss doch in den Keller. Ich muss doch in den Keller. Der ist schon ein bisschen anders. Finde ich. So, da sagt sie jetzt gar nichts mehr bei dem. Was ist denn mit diesen Teilen hier? Wooden Stocks and Shackles.
Na, da sind die Leichen drin. Ansonsten sagt sie da nichts. Hat sie hier noch was? Nö. Live as myself. Naja, sie wollte halt wahrscheinlich einfach ihr ganz normales Leben leben, ohne irgendwie zu belästigt zu werden, aber dann hat sie halt vielleicht Leute verraten. Okay, kein Laternenmann. Ich glaube, der Laternenmann traut sich ja auch nicht runter. Das ist dem viel zu gruselig hier. Stille ist sogar noch schlimmer als der Krach in dem anderen Bereich. Da krabbelt was. Ich schätze mal, ich muss dann einfach wieder rennen. Stühle und Tische vom Klassenzimmer. Way, thanks for doing this for me. Okay, ein Blick in die Vergangenheit. Not at all. I'm always willing to help if you ask. So, I'm sorry to have to drag you all the way here to my classroom. It's okay, my classroom has individual studies now. It would be a bother if we were there. Hat sie ihn um den ganz anderen Gefallen gebeten? You're sure nobody else knows about these meetings, right? Oh Mann, sollte er vielleicht was verstecken für sie? Of course, miss, absolutely not. One thing though, this book list is quite sensitive in material. Please be careful with it. Yes. Thanks for the reminder. I know reading these books could be trouble. But it should be our freedom to pursue knowledge, right? Yeah, I'm with you on that. In fact, I think Miss Yin also said something like that before. Okay, hat ihr die Buchliste gegeben. I think you're just like her. You're both courageous and talented. You think we're alike? I can't compare to her anyways. She's the principal's daughter, bitte was? And they're known to be a family of successful scholars. It's okay, I believe she thinks highly of you. I remember she gave your work a nice compliment once. She said, strengthen thy wings, the sky's the limit. She really said something like that? Oh. Hey, let me ask you a question. I see Miss Yin and Mr. Chang chat a lot. Do you maybe know what kind of relationship they have? Liste. A paperback left behind by way. Ach du Scheiße. I've been weak, but you once told me the pen is mightier than the gun. Warum haben wir da eine Knarre? With proper use, I could use this unassuming list to practically destroy those in my way. Book Club Reading List. Okay, das ist eine sehr krasse Metapher. Das ist die Liste und mit der, ja, was machen wir jetzt? Können wir dann die Geister mit der Liste killen? Wo bin ich? Da war ich schon, oder? Achso, da komme ich wieder zurück.
verstehe immer noch nicht so ganz, was sie gemacht hat. Destroy those in my way. Hat sie die Liste dann an den Inspektor weitergegeben? Ist da rechts noch weiter? Nö. Spiegel. Überall Spiegel. Wow. Das sieht aber cool aus. Wer ist das? Ich meine, sie ist zweimal die gleiche, aber das ist ja... Messien? Ach, das ist Messien. Oh Mann, ey. Das da ist ein Gefangener. What are you doing over here? As a teacher, I always show concern for students who are a little rebellious. Remember what you did? What? Have you forgotten? Or do you not want to remember? You... Just a harmless piece of paper, right? Instead, I had to die. He had to die. And many other students had to die. Sie hat die irgendwie alle verraten. Was it you? You just keep causing me trouble. You're driving me crazy. Sometimes when you trip up, you'll never be able to get back up again. How dare you? This is all because of you. You ruined everything. If you had a problem, why couldn't you have come talk to me instead? Shut up. If you were... Okay, das konnte ich nicht so schnell lesen. Keiner da. If you weren't here, all would be well. Hä? Hat sie das mit Absicht gemacht, um die Lehrerin loszuwerden? Aber warum? Huh. Okay. Sieht ja geil aus. Justice Cheng Huang. Mom likes to bring all her worries and concerns to you. Something I think is fruitless. But sometimes there's no one else to look to for help. My hands together in silent prayer, here are my questions. I, Feng Rei Shen, invoke your guidance. Ask about love, ask about prospects. Ask about family. Wenn sie sich immer mit der Mutter vergleicht. Will my parents who quarrel and fight have a second chance together? Young Po, the laughing answer. You cannot cry over spilled milk. Is that so? But that was my family. My mom and that person. We used to smile and laugh together. Then I also ask about love. Will I be able to live a simple life with loved ones and family? Yin Po, the crying answer.
Do not seek what cannot be. Ah, this was just a humble request. You can be so cruel. I also ask about prospects. Will I be able to live life by my choices and follow my heart down my own path? Young Po, the laughing answer. So I can only face reality obediently. And wait until God knows when. Sag mal, hat er überhaupt eine positive Antwort auf Lager? Bei diesem Spiel? Oder gibt's da immer nur negative Antworten? Do I have any other choice? Do I ask for too much? Is life just a never-ending bitterness? Or is it all just me? Divine answer. So, it is because of me. Das ist ziemlich ernüchternd. Youth is hardly ever given a choice, pushed through the grind until their innocence fades away. I've become a wooden horse on the carousel of life, a jumbled mess of lifeless emotion. Infused with frantic energy, I spin ever faster. Ich hatte gehofft, dass er jetzt vielleicht speichert. Okay, sie geht ganz langsam hier. Dann gehen wir mal weiter. Ich höre zwar unheimliche Geräusche, aber gehen wir da mal hin. Ach, das kommt da raus. Radio? Seems like the static in the room is coming from this. Maybe I can get something if I tune it a bit. Okay, aber wir wissen nicht. Wir wissen nicht, welche Frequenz. Ah doch, ich kann hier so ein bisschen. Sag mal, ihre Halskette ist weg. Jetzt blöd? Ja, ihre Halskette ist weg. Seit wann das denn? Gehört das so oder ist das ein Fehler? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Oder hat sie die da hingeschmissen, ihre Halskette? Nee. Bei dieser Gottheit? Oh. Das ist ganz komisch, wenn man das bewegt. Das ist alles? Ne, hier ist noch was. Okay. Muss doch noch mehr sein, oder? Das ist echt alles? Zwei Musiksender, okay. Oder kommt noch später was? Naja, this is an altar for praying und ich speichere ab und beende dann die Aufnahme hier, die auch noch läuft, sehr gut. Und es lichtet sich so ein bisschen, aber noch nicht so wirklich. Also wer, wie, wann, warum, was gemacht hat. Also Wei hat ihr diese Liste mit Büchern gegeben und sie hat... Warum? War sie irgendwie neidisch auf die Lehrerin? Oder eifersüchtig?
Und hat sie deshalb, ja, die Lehrerin ans Messer geliefert? Das weiß ich halt nicht. Naja, aber vielleicht werden wir das noch rausfinden. Und deshalb vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.